Cocktails mit Bier werden auch Biertails genannt und diese erfreuen sich vor allem seit der Craft-Bier-Bewegung in den letzten 10 Jahren größerer Beliebtheit. Hier in meinem kleinen Barstudio ist es heute verdammt warm. Ich freue mich also auf den ersten Biertail auf diesem Kanal. Wir machen jetzt den Hop City. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und zu unserem heutigen Drink gibt es leider nicht allzu viel Historie. Die älteste Erwähnung des Rezepts, die ich finden konnte, stammt aus dem Jahr 2017 von der Webseite Kindred Cocktails und die Kreation wird dem Barkeeper AJ Frampton aus Sacramento, Kalifornien zugeschrieben. Der Name Hop City bezieht sich vermutlich auf die gleichnamige Craft-Bier-Marke aus Ontario, Kanada und zum Einsatz kommt in unserem Drink ein IPA-Bier, ein Indian Pale Ale. IPAs haben üblicherweise einen höheren Alkoholgehalt als normales Bier, einen hopfenbetonten, etwas bittereren Geschmack, aber sie haben eben auch Aromen von Zitrus, von Beeren und tropischen Früchten und das macht sie für den Einsatz in Cocktails, speziellen Biertails, besonders spannend. Der IPA-Bier-Stil stammt aus England und weil das Bier durch den höheren Alkohol- und Hopfenanteil länger haltbar war, wurde es in die indischen Kronkolonien verschifft und hat daher heute seinen Namen. Ich verwende für unseren Drink das Meisels and Friends IPA aus Bayreuth, hier vorne steht's. Mit 6,3% Alkohol hat es jetzt keinen besonders hohen Alkoholgehalt, aber es überzeugt durch eine intensive, komplexe Aromenpalette, die in unserem Drink auch noch durchkommen wird. Wie immer findet ihr alle Zutaten, die Gläser, Werkzeug und was ich sonst noch so verwendet habe, im Beschreibungstext des Videos und auch jetzt hier oben im verlinkten Tresenwesen Amazon Shop. Viele Biertails bestehen zum großen Teil aus Bier und werden meist im Glas gebaut. Der Hop City ist ein geshakter Drink und eigentlich auch ein Equal Parts Rezept, also gleiche Teile aller Zutaten. Ich verdoppel gerne den Bieranteil von 3 auf 6 Cl, ist dann immer noch ein Verhältnis von 1 zu 2, also ein Teil Bier zu zwei Teilen der anderen Zutaten. Das macht ihn insgesamt noch ein bisschen frischer. Wir beginnen mit den zu shakenden Zutaten, also allem außer dem Bier. Wir nehmen die Oberseite unseres Shakers, wir nehmen unseren Jigger und zwar in Zentilitern und wir beginnen mit frisch gepresstem Zitronensaft und davon brauchen wir 3 Cl. Dazu kommt ein Falernum, das ist ein rumbasierter, aromatisierter Likör. Wir nehmen das Velvet Falernum und auch davon nehmen wir 3 Cl. Weiter geht's mit unserem Aperol, mit ebenfalls 3 Cl. Und dann ein klassischer London Dry Gin. Ich habe hier den Number 3 und auch davon nehmen wir 3 Cl. Wir schnappen uns die Unterseite unseres Shakers und geben da Eis hinein. Wir geben die Flüssigkeiten oben drauf. Wir verschließen den Shaker so, dass wir hier eine gerade Kante kriegen, denn dann geht er nachher auch gut auf. Und das Ganze kriegt jetzt so 10 bis 15 Sekunden. So, der Shaker ist kalt, dann ist es unser Drink auch. Jetzt schnappen wir uns unser Bier, das ist natürlich schon vorgekühlt. Und davon geben wir jetzt nochmal 6 Cl in den Shaker. Schäumt ein wenig. Soll es ja auch, ist ja Bier. Das waren 5. Und jetzt sind es 6. Wir rühren das Ganze einmal ein bisschen durch, damit sich die Zutaten auch vermischen.
Dann schnappen wir uns unser Glas. Weil es ein Biertail ist, habe ich mich auch für ein kleines Bierglas, ein Pilzglas entschieden. In dieses geben wir jetzt ein wenig Eis. Dann schnappen wir uns den Hawthorn und den Fine Strainer und seien den Drink ab. Als Garnitur ist frische Minze beschrieben, die habe ich hier. Schauen wir mal, dass wir uns zwei Zweigchen raussuchen, die ein schönes Bouquet ergeben. Ist im Moment tatsächlich bei dem Wetter schwer, gute Minze zu bekommen. Ich finde aber, die hier geht noch. Muss aber zugeben, ich hatte auch schon schönere. Unten die Blätter nehmen wir mal runter und gucken dann auch, dass wir die Stiele der richtigen Länge abdrehen. Und da merkt man schon, wenn die Minze nicht mehr ganz frisch ist, dann geht gerade das Abdrehen schon nicht mehr so gut. Wir schlagen die Minze in der Hand an, dass die Öle rauskommen. Und dann geben wir diese als Garnitur in den Drink. Ich finde fast ein kleiner Eiswürfel, wenn ich finde, kann hier zu optischen Zwecken noch drauf. Ja, das sieht besser aus. Dann habe ich hier für euch den Hop City. Ja, jetzt freue ich mich sehr aufs Probieren. Also man hat zuerst die Minze in der Nase und dann gleich diese fruchtig leichte Bitterkeit vom Aperol und vom Falernum. Und die Kombination mit dem Falernum, dann ganz besonders auch mit dem Gin, ist ungewöhnlich, aber es passt insgesamt mit all den Zutaten wirklich gut zusammen. Die Zitrone bringt dann noch die Frische rein. Und das Bier gibt den Körper diese Hopfennoten, die sich vor allem so im Abgang jetzt auf den Gaumen legen. Und dazu eben diese ganz anderen Fruchtnoten aus dem Bier als aus dem Aperol und dem Zitronensaft. Das ist ein unerwarteter Geschmack. Frisch, intensiv mit Körper. Wirklich komplex, aber nicht anstrengend dabei. Also sehr angenehm, sehr leicht zu trinken. In dieser Komplexität und in dieser Überraschung schon fast Tiki-artig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, ihr also öfter vorbeischaut und ihr Lust habt, den Kanal zu unterstützen, dann könnt ihr das ab jetzt auch mit einer Kanalmitgliedschaft machen. Link dazu findet ihr unter dem Video. Könnt ihr euch überlegen, jederzeit natürlich wieder beenden. Würde mich aber sehr freuen, wenn ihr das in Betracht zieht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Im Abspann gibt es weitere Videoempfehlungen. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute, freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Cheers!